Das Leben. Ich habe immer gedacht, eine zweite Chance im Leben zu haben, um den Mist, den ich verbrochen habe, wieder gerade biegen zu können. Ich dachte mir, ich hätte jede Menge Zeit dazu. Das Böse, das Menschen vollbringen, überlebt sie. Das Gute wird oft mit ihnen zugleich begraben. Julius Caesar. Lucas Snow und jemand hat versucht, mich zu töten. Ich war 16, als ich meine erste Beute verkaufte. Ich brauchte Kohle, um mein Auto auf Vordermann bringen zu können. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hatte ich danach alles. Geld, Respekt, alles. Aber das ist nicht die Realität. Bis vor einem Jahr hatte ich meine Leute. Hey, wir waren ein gutes Team. Aber nach einer Weile verändert sich das. Und als Reagan wegging, habe ich kapiert, dass auch ich aufhören muss. Ich will, dass du diesen Blödmann vergisst. Vergiss, Lucas. Das ist einer meiner Jungs, Doug. Wir haben das Team hochgezogen. Auf ihn kann ich mich verlassen. Für ihn würde ich meine Hand ins Feuer legen. Er ist mein bester Freund. Hey, du wolltest mich sprechen? Tech und Sloan waren diejenigen, die den Block unter Kontrolle hielten, als wir noch zusammen waren. Als ich wegging, hat es zwischen uns gekracht. Ich habe gehört, sie haben mit einem unserer alten Kontakte ein Riesengeschäft am Laufen. Ich habe einiges zu verlieren. Wir haben einiges zu verlieren. Paul. Paul hatte Beziehungen. Ein Freund von einem Freund von einem von Techs Freunden im Norden. Und zwar allen sofort klar, dass er ein Klugscheißer war. Jason hielt uns zusammen. Er hätte eigentlich Biochemie an der Cal Poly studieren sollen. Aber stattdessen zieht er sich Biggies Einbruchsführer in unserem Keller rein. Er war der Kopf, der die Maschine am Laufen hielt. Und Amanda auch. Halt die Klappe. Falls wir dich nicht kennen sollten, nichts für Unruhe. Doug, hier ist Lucas. Ruf an, wir müssen reden. Wo bitte ist mein Auto? Ich habe immer gedacht, wenn ich lang genug untertauche, dann wird man meinen Namen vergessen und auch die Scheiße, die ich verbrochen habe. Es sieht so aus, als wäre das hier meine letzte Chance, um meine Vergangenheit hinter mir zu lassen. Cassandra. Cassandra, warte. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Das weißt du ganz genau. Wenn ich's wüsste, hätte ich dir nicht die Frage gestellt. Frag doch Teddy Shark. Teddy Shark? Wieso? Ich verstehe nicht. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Nein, warte.
Du musst es mir sagen. Was hat denn Teddy Shark mit uns zu tun? Er hat gesagt, dass ich was hätte, das ihm gehört. Das war gestern. Und weil ich nicht wusste, wo du bist, hat der Dreckskerl mich zusammengeschlagen. Aber du warst doch bei mir gestern. Nein, Lucas. Ich habe dich seit Montag nicht mehr gesehen. Das kann aber nicht sein. Ich glaube, du spinnst. Heute ist Freitag. Ich habe dich nicht mehr gesehen seit 3 beschissenen Tagen. Hör zu. Ich will dich nie wiedersehen. Wir suchen Regan Smith. Sie ist dahinter der Trennwand. Danke. Regan, wir suchen nach Ihrem Freund, Lucas Snow. Ex-Freund, bitte. Haben Sie ihn gesehen? Nein, wir sprechen nicht mehr miteinander. Ich will wissen, ob Sie ihn gesehen haben. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Sind Sie sicher? Ja, bin ich. Was ist passiert? Wir wollen ihm nur ein paar Fragen stellen. Rufen Sie uns bitte an, falls Sie ihn sehen. Steckt er denn in Schwierigkeiten? Ich würde gern wissen, warum Sie das interessiert. Burger hier? Schon gut. Ich gebe Ihnen meine Karte. Können Sie mir nicht sagen, worum es geht? Kelsey hat einen Hinweis. Wie gesagt, wenn Sie ihn gesehen haben, rufen Sie mich an. Miss Horn, wir müssen mit Ihnen reden. Ach, wirklich? Aber ich habe leider zu tun. Wir können das hier erledigen oder auf dem Revier, wie Sie wollen. Fantastisch. Was wollen Sie? Lucas Snow. Den habe ich nicht gesehen. Ach, wirklich? Ja, natürlich. Würden Sie es uns denn sagen? Wieso sollte ich nicht? Na, vielleicht eine missverstandene Solidarität mit Ihrem Freund? Ex. Ach, Ihr Ex? Ja, er ist mittlerweile Vergangenheit. Was Sie nicht sagen. Also, kann ich jetzt gehen? Ja. Sieht mir nicht so aus, als würden Sie sich Sorgen machen, Ex hin oder her. Hören Sie, ich kenne Lucas. Ich bin mir sicher, er weiß, was er tut. Kann ich jetzt gehen? Sagte ich doch. Gut, danke. Sie lügt. Richtig. Ja. Lügt. Mhm. Wo ist Regan? An ihrem Platz. Danke. Hast du kurz Zeit? Nicht wirklich. Ist wichtig. Nicht wichtiger als das hier. Na los. Lucas, es gibt nichts, worüber wir reden müssten. Ich stecke in Schwierigkeiten, Regan. Was? Ich kann mich seit Montag an nichts mehr erinnern. Was heißt das, du erinnerst dich an nichts mehr seit Montag? Ich habe keine Ahnung, ich kann's dir nicht sagen. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich eingeschlafen bin in Cassandras Haus. Man wollte mich lebendig begraben. Ich weiß nicht, wo das Auto ist. Und auch nicht, wo mein Telefon ist. Und ich kann Doug nicht erreichen. Also, wenn du was weißt, dann solltest du es mir jetzt erzählen. Ich habe gehört, du hast ganze $500,000 von Cowboy Jack. Und du hast versucht, sie dir dann bei Teddy Shark zu holen. Lucas, die suchen nach dir, hörst du? Das ist noch nicht alles. Was noch? Doug sagt, dass du Jason getötet hast. Und die Cops sind auch schon hier gewesen. Lucas. Vielleicht ist es nur ein Albtraum, Regan. Nein, leider nicht. Mann, du hast recht. Du hast Schwierigkeiten. Da ist ein Anruf für dich. Hey, du wartest hier. Ich bin gleich wieder da. Er wurde heute hier in der Gegend gesehen. Vielleicht haben Sie ihn ja auch gesehen. Ja? Was wollen Sie von mir hören? Da ist er! Thank you.
Lucas? Hallo? Wo hast du gesteckt? Hast du mich etwa gesucht? Ja, klar. Ich habe auch eine ganze Weile versucht, dich zu erreichen. Das hat aber nie geklappt und jetzt finde ich dich in dieser scheiß Werkstatt. Du willst mir doch nicht sagen, dass man hier Geschäfte machen kann. Das ist es also. Ja, das ist es. Was willst du denn sonst noch von mir, du Arsch? Keine Ahnung, sag du's mir, Doug. Du hast angerufen, okay? Ich will nichts von deinem beschissenen Spielchen wissen, Lucas. Was weißt du über meine beschissenen Spielchen? Na, was schon, Mann. Was tut ein Trottel wie du mit 500.000 Dollar, bitte, Mann? Und dann auch noch von Cowboy Jack und diesem Idioten Teddy Shark. Ich hab's dir schon mal gesagt, ich mach den Scheiß nie wieder. Na klar doch. Wie ist es, von 9 bis 5 eingesperrt zu sein? Und als Hilfsarbeiter das Zeug hier zu verkaufen? Komm schon, Mann, was soll das denn? So kenne ich dich nicht. Für mich ist das okay, klar? Ich weiß nicht, wie oft ich dir es noch sagen soll. Es ist aus. Ja. Ja, es ist aus. Gut, was tun wir dann noch hier? Keine Ahnung. Für mich ist das irre. Es macht keinen Sinn. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass du einfach so 2 der knallhärtesten Kerle, die wir kennen, betrügst? Nein, ich hab dir nur gesagt, dass ich mich an überhaupt nichts mehr erinnere. Du weißt nichts mehr? Du erinnerst dich an nichts? Du meinst, du hast so einen abgewichsten Filmriss? Ja. Mehr oder weniger. Das ist Teddy Shark. Er ist der dickste Fisch im Spiel. Ihn sollte man besser nicht zum Feind haben. Du weißt, ich bezahle dich nicht, dass du hier nur so rumstehst. Also wo ist der Wichser? Niemand hat ihn gesehen. Und die Cops, die wollen ihn jetzt auch kriegen. Was haben die denn mit ihm zu tun? Die haben was von Mord gesagt. Hör zu. 2 Dinge weiß ich. Punkt 1, Lucas ist kein Killer. Und 2, wenn du ihn nicht findest, bevor die Cops es tun, wird Lucas nicht der Einzige sein, der wegen Mordes gesucht wird. Alles klar. Und was tun wir jetzt? Antworten finden. Wieso sollte ich mich mit denen anlegen? Kann doch sein, dass du wieder mitmachen wolltest, meinst du nicht? Und wenn ich das gar nicht war? Wie, meinst du, die wollen dich in was reinziehen? Ist doch möglich, oder nicht? Wieso denn das? Also gut, wie es aussieht, steckst du in richtig fetten Schwierigkeiten. Das heißt, dass wir dich da rausboxen. Das geht schon klar. Wir müssen zurückverfolgen, wo ich gewesen bin. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich das hier in der Tasche. Das ist eine 9mm. Sieht so aus. Deine? Nein, ich habe keine. Das hier hatte ich auch in der Tasche. Mint? Den Laden kenne ich nicht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich war ich dort. Und dann habe ich noch das halbe Foto hier. Sieht nach einer Tusse aus. Sieht so aus. Mann, die Geschichte ist ein wirkliches Mysterium. Ach, meinst du wirklich? Also gut, ich besuch die mal für dich, okay? Ich möchte, dass du dich in der Zwischenzeit hier versteckst. Ich mein's ernst. Die Cops sehen dich und für dich ist es aus. Teddy und Jack würden mich töten. Tu dir mal wieder was Gutes. Siehst echt scheiße aus. Ich danke dir, Doug. Pass auf dich auf. Du auch. Was hat die denn hier zu suchen? Wo warst du? Das ist Cowboy Jack. Er ist ein Arsch mit einem Scheiß-Team. Setzt er dich auf seine schwarze Liste, dann endet man im Leichensack. Ich halte dir mal wieder deinen Arsch frei. Ich liebe deinen Knackerarsch. Was soll das denn bitte heißen? Lucas ist nicht tot. Und wessen Fehler ist das? Deiner, du Idiot. Ich mag's nicht, wenn ich angemacht werde. Jetzt habe ich aber wirklich Schiss. Das ist nur, weil ich mich nicht gleich um Lucas gekümmert habe. Wenn ich das hätte, wäre die ganze Geschichte schon gegessen. Woher weißt du, dass er nicht tot ist? Die Cops wollten ihn festnehmen, da wo seine Ex arbeitet. Was hat der Kerl denn mit seiner Ex zu bereden? Okay, lass uns gehen.
ganz schön mutig von dir zu kommen und so ganz allein. Ich suche nach Lucas. Ich weiß schon, was du willst. Ist er hier? Siehst du ihn hier? Hast du ihn gesehen, ja oder nein? Lass die dummen Sprüche. Und du, Wichser, solltest hier ganz schnell verschwinden, hörst du? Wie hast du mich gerade genannt? Trag jetzt deinen Arsch raus, Carlos. Hör zu, Missstell. Hast du nicht gehört, was dir meine Freundin gesagt hat, Carlos? Richtet Teddy das hier aus. Was immer auch hier passieren sollte, geht ihm einen feuchten Scheißdreck an. Und was bei euch oben passiert, geht mich nichts an. Schon gut, ich bin nur auf der Suche nach Lucas. Glaub mir, wenn ich Lucas hier im Block sehe, dann mache ich das klar. Nicht du. Und auch nicht Teddy. Teddy, magst du was nicht? Ey, Carlos, das ist mir scheißegal. Sag Teddy, dieser Block gehört mir. Und wenn ich ihn hier treffen sollte, dann würde auch er mir gehören. Schönen Abend noch, mein Freund. Müde aus. Und das ist für dich. Da du ja nicht einfach so in ein Restaurant gehen kannst, kommt das Restaurant zu dir. Danke. Was los? Ich weiß nicht, was in den letzten 3 Tagen passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich in die Sache reinrutschen konnte. Oder wem ich noch vertrauen kann. Entschuldige, aber ich fühle mich wirklich beschissen. Was immer ihr auch loswerden wollt, Teddy kauft nichts. Das ist ja richtig nett. Wir wollen aber nur ein paar Fragen stellen. Gut, wie kann euch Teddy weiterhelfen? Wir suchen nach einem Freund von Ihnen, Lucas Snow. Haben Sie ihn gesehen? Das habe ich leider nicht, aber wenn Sie ihn sehen sollten, sagen Sie ihm, dass ich ihn suche. Ja, davon habe ich gehört. Sie müssen wirklich gute Ohren haben, denn Teddy redet nicht so laut. Holt ihr den Drink. Wer sind Sie? Möglicherweise hat sie ihn ja gesehen. Das ist Teddys Assistentin. Sie ist blind und redet nicht mit jedem. Ist das so? Ich schwör's. Was dagegen, wenn ich Sie trotzdem befrage? Tun Sie, was Sie nicht lassen können, denn auf Teddy würden Sie ja eh nicht hören. Sie kapieren's ja. Teddy wusste, dass Sie und Detective Kelsey sich trennen würden. Detective Kelsey wurde versetzt zur Spezialdrogeneinheit. Ich wüsste aber nicht, was sie das angeht. Das ist gut, denn sie ist klasse. Sie war so wie ihr. Ihr Gewissen ist doch so. Sie finden Teddy amüsant. Nein, tue ich nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe nur daran gedacht, wie viel Dreck ich hier finden würde, wenn ich danach suchen würde. Und dann frage ich mich noch, ob Lucas das wert ist. Teddy ist nicht blöd. Teddy weiß, dass sie in seinem Haus ohne Vollmacht nichts anfassen dürfen. Und bis sie die eingeholt haben, hat der liebe Teddy wieder alles sauber gemacht. Wirklich, Teddy? Teddy wie Teddybär? Süß. Das war's. Ja? Wer sind Sie? Richtig, ich bin schon hier. Ja, ich werde dich wieder anklingeln, wenn hier alles klar ist. Ah, das weiß ich. Okay, ciao, ciao. Detective Burger, ich suche nach Doug Cross. Der ist nicht da. Sie sind sich auch ganz sicher? Vielleicht lüge ich. Verhaften Sie mich. Wie wär's, wenn Sie jetzt endlich reingehen und Ihren Freund hier rausholen, ha? Wie wär's denn, wenn Sie reinkommen? Dann können Sie das selbst erledigen. Ein Schandmaul wie deines könnte dir eines Tages Schwierigkeiten bereiten. Witzig. Meinem Freund gefällt, was ich mit meinem Maul mache. Mann, was zum Fuck! Was soll das? Ich kenne meine Rechte. Ich suche nach Ihrem Freund, Lucas Snow. Mein Freund Lucas, den habe ich nicht Ach, gesehen. Nein. Und Ben, dann würde ich das sicher nicht ausplaudern.
Es wäre aber in ihrem Interesse, das zu tun. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Okay, möglicherweise rede ich mit ihrer Freundin Detective Holloway. Ich bin mir sicher, sie wird entzückt sein. Ich denke, sie wird glücklich sein, weil ich es allein fertiggebracht habe, die Täter-Speicherzelle ausfindig zu machen. Speicherzelle? Ja. Wahnsinn, das ist doch nicht Ihr Ernst, so redet ihr? Ja, tun wir. Wow. Hören Sie zu, ich will wissen, wo Lucas Snow ist. Wenn das so ist, adieu, Süße. Und danke für Ihren Besuch. Und sollten Sie das nächste Mal vorbeikommen, dann bringen Sie doch bitte einen richtigen Kopf mit. Und natürlich die Handschellen. Da stehe ich drauf. Regan. Leg nicht auf. Ich weiß, dass du nicht mit mir sprechen möchtest. Wieso rufst du dann an? Ich habe ein paar Fragen an dich. Du bist die Einzige, der ich vertraue. Wieso vertraust du denn Doug nicht mehr? Das habe ich nicht gesagt. Wirst du mir helfen? Darauf hätte ich nicht gesetzt. Ich wollte erst nicht. Aber ich bin hier, weil du mich was fragen wolltest. Happy Birthday. Ich hatte leider keine Zeit, es schön zu verpacken. Bin ständig unterwegs. Das ist nett. Ist ein Versuch. Ich versuch's wirklich. Das sehe ich. Wer war in der Nacht bei mir, als ich die Kohle von Teddy gestohlen haben soll? Weiß ich nicht. Nüchtern oder betrunken, ganz sicher hätte ich nie einen Bruch in Teddy Sharks Haus durchgezogen. Ich bin sicher, es war jemand mit mir dort. Ich denke, Tech und Pauls Namen sind gefallen. Und warum sind sie dann nur hinter mir her? Lucas, ich weiß es nicht. Hast du sie gesehen? Ich habe Paul im Club vor einer Woche gesehen. Lucas. Du solltest jetzt gehen. Ja. Warte. Du hast dein Geschenk vergessen. Ringpop. Ein Versprechensringpop. Ah ja? Was für ein Versprechen? Dass ich dich nicht mehr mit reinziehen werde. Aber wirklich nicht nötig. Ja, heilige Scheiße. Habe ich dich erschreckt? Klar hast du das. Echt klasse Auto, Kevin. Tu das nicht noch einmal. Du siehst jeden Tag Tote und erschreckst dich, wenn ich bei dir einsteige? Tote Menschen sind eklig, die erschrecken einen nicht. Ja, sie zu vögeln ist auch eklig. Komm schon, Mann, halt einfach die Schnauze. Ganz ruhig, okay? Du musst mir einen Gefallen tun. Was willst du? Sag mir, welche Drogen zu Gedächtnisverlust führen können. Du willst mich verarschen? Nein. Date-Rape-Drugs. Oder auch Roofies genannt. Was machen die? Blackout und Gedächtnisverlust. So ist es aber nicht bei mir. Was ist los, Lucas? Untersuche mein Blut. Ich muss wissen, welche Drogen mir gegeben wurden. Du hast sie nicht alle. Ist ja doch klar. Es ist wichtig. Und ich verliere meinen Job. Und ich erwarte das von dir. Mann, gib mir das Ding. Und jetzt mach deinen Arm frei. Was ist los da? Ich hab die Schnauze voll von der Scheiße. Alle denken, sie können mit mir tun und lassen, was sie wollen. Ich fix sie alle, okay? Ganz ruhig, Mann. Ach, Scheiße. Hey, was ist bitte mit dir passiert? Diesem Wichser Cowboy Jackarsch hab ich das Gesicht hier zu verdanken. Hat er nach dir gesucht? Ja. Nein, ich bin zu ihm gegangen. Ich wollte was rausbekommen. Über was? Dich.
Hey, ich komme in Frieden. Das ist witzig. Die ganze Scheiße würdest du also Frieden nennen? Hey, Wortspiele, Spaß. Wie heißt das so schön? Spielspaß und Spannung. Ich lache aber nicht. Nein, das tust du nicht. Was willst du, Wichser, hier? Ganz ruhig, okay? Ich wollte dich nur um was bitten, um den Gefallen. Lass bitte Lucas in Ruhe. Du weißt, wo er ist? Nein, ich weiß es leider nicht. Ich verstehe nicht, haben wir uns unterhalten? Geh in dein Bettchen. Na los doch. Arschloch! Komm schon! Au! Autsch! Psycho-Wichser. Ins Bettchen soll ich? Ist Lucas das wert? Mann, du Arsch. Ist ja einzigartig. Eine Frau hat dich verprügelt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil sie nicht wie eine Frau aussieht. Wenn ich wüsste, wo er ist, wäre ich nicht hier. Und wieso nicht? Weil ich genau wusste, er prügelt es aus mir raus. Wenn du Lucas töten lässt, siehst du deine Kohle nie wieder. Okay. Aber Lucas ist mir eigentlich egal und das scheiß Geld geht mir eigentlich am Arsch vorbei. Wieso willst du ihn dann töten lassen? Weißt du, vielleicht weil du und deine Crew immer gedacht habt, dass ihr ein kleines bisschen besser seid als ich. Nein, haben wir nicht. Okay, vielleicht mag sowas ja sein, aber... Was soll das machen? Wie lange willst du das noch durchziehen? Sieh dich an. Jason ist tot. Tech und Paul, die reiten sich ganz allein in die Scheiße. Bleiben nur noch du und Lucas. Und weißt du was? Wer ist denn jetzt hier der Schweinehund, hä? Ich denke, du hab ich jetzt gewonnen. Bist du ein kleiner Spaßvogel, hä? Ob du gewonnen hast, das ist witzig. Es ist witzig und es ist dumm. Denn mein Papa hat immer gesagt, das wird dir nicht wehtun, Sohn. Warte! Das verträgst du schon. Warte, nein! Wenn du ihn siehst, dann sag doch Lucas, dass ich ihn früher oder später finden werde, dieses Arschgesicht. Und wenn ich das dann tue, dann wird er nie wieder glücklich werden. Das war wohl keine gute Idee, Doug. Dieser Landarsch, der hat einen riesigen Hasser vor uns. Der lässt uns nicht mehr in Ruhe. Und was hast du noch? Ich war in der Bar, die auf deinem Feuerzeug. Und? Erinnerst du dich an Jeff? Wir hingen eine ganze Zeit mit ihm rum. Wir haben Ball zusammen gespielt. Ja. Er ist der Bouncer dort. Er hat gesagt, er wüsste es, wenn er dich gesehen hätte. Und die Adresse, was weißt du darüber? Nichts. Ich war in letzter Zeit beschäftigt mit Schläge einstecken und so. Gut, versuch was rauszukriegen. Wieso? Was tust du denn? Ich will erstmal im Gerücht nachgehen. Und du willst mir nichts davon erzählen? Nein. Wir sehen uns dann nachher. Ja, war schön mit dir zu reden. Nein! Gib mir den Ball! Nein! Ich will ihn aber! Was soll die Scheiße? Worum geht's hier überhaupt? Garrett spielt nicht mit mir Football! Weil Bowen immer verliert. Du musst doch deine Hausaufgaben machen. Die interessieren mich nicht. Das reicht! Was habe ich gesagt? Über euer Scheißbenehmen, wenn ihr hier runterkommt in Daddys Büro. Kein Lärm machen, weil keiner uns hier spielen sehen will. Und was habt ihr hier gerade getan? Gespielt. Wo verliert also den Ball?
Ja, das tut er immer. Der Coach hat gesagt, er soll ihn so halten, als wäre es ein Schatz. Das versuche ich ja. Gib mir deine Hände. So verlierst du ihn nicht mehr, wirst sehen. Und du machst keine Hausaufgaben. Und du redest schlecht über deinen Bruder wegen dem Football? Nein, ich... 10 Seiten Aufsatz. Schreib, was falsch daran ist. Oh, Dad. Ruhe! Hör zu. Ihr beide. Ihr habt die Möglichkeit, was Besseres zu sein als ich. Gefällt dir denn nicht, wie du bist, Dad? Es geht los. Ab und zu nicht. Cassandra. Was willst du hier? Wir müssen reden. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich brauche Antworten. Du bist die letzte Person, an die ich mich erinnern kann, bevor... Keine Ahnung, was du meinst. Ich spreche über die 3 Tage. Gelöscht, totaler Aussetzer, verstehst du? Erzähl mir bitte, was dich so erschreckt hat, dass du nicht mal mehr in meiner Nähe sein möchtest. Sieh mir ins Gesicht. Du weißt, dass das Teddy Shark gemacht hat. Und dass dieser Drecksack dich sucht. Und wieso sucht er mich? Das weiß ich nicht. Dann denk bitte nach. Lucas, ich kann nichts sagen. Dann geht's gar nicht um die 500.000 Dollar. Jemand hat mir 3 Tage meines Lebens geklaut. Die will ich zurück. Du wirst mir jetzt sagen, was hier eigentlich los ist. Okay. Ich werde dir sagen, was los ist. Die 500.000 sind nichts weiter als die Spitze des Eisbergs. Du weißt gar nicht, wie tief du in der Scheiße sitzt. Hi. Du wolltest mich sehen, Mann? Wir müssen reden. Wir reden doch schon. Was soll die Scheiße? Erzähl mir, was los ist. Wieso sollte ich das für dich tun? Weil Freunde das tun. Wir sind aber keine Freunde, okay? Bring deinen Typen hier zur Vernunft. Das hört sich vernünftig an. Du steckst in der Scheiße, nicht er. Es ist ihr egal, dass sie hinter dir her sind? Hinter mir sind sie nicht her. Wieso nicht? Weil es nicht um mich gegangen ist. Es ging nie um mich, Alter. Was heißt das? Geht's hier um Personenverwechslung? Das habe ich nicht gesagt. Und was hast du gesagt? Da gibt sich jemand für dich aus. Hör zu, dein Name ist an meinen gebunden. Wenn ich untergehe, gehst du auch unter. Dann lass sie kommen. Oh Mann, Tech. Du willst mir doch jetzt nicht etwa sagen, dir liegt nichts an deinem Ruf. Keiner wird dir meinem Ruf schaden. Vor allem einer nicht, Teddy Shark. Was hat das zu bedeuten? Es ist nicht wahr, dass dieser Arsch von Teddy nach mir sucht. Hast du das kapiert? Der Grund, dass er nur nach dir suchen lässt, ist, dass du nicht zum Spiel gehörst. Hast du es endlich kapiert? Und wieso soll ich euch das glauben? Weil wir mal gute Freunde gewesen sind. Na, dann hilf mir. Also gut. Wir waren eine gute Crew. Mit mir, dir, Jason, Paul, Doug. Wir haben einen Job. Denk darüber nach. Worüber? Was will er von der Crew? Mann. Was tue ich hier eigentlich? Eine gute Frage. Es ist wirklich nicht nett, mich zu grüßen. Ich habe sie nicht gesehen. Man lügt doch nicht. Egal, ich frage mich nur, was suchst du denn hier? Ich warte auf eine Freundin. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube dir nicht, Reagan. Wieso? Keine Ahnung. Ich denke einfach, du bist eine gottverdammte Lügnerin. Wieso sollte ich sie denn anlügen?
Weil du weißt, dass ich es gar nicht erwarten kann, ein Riesenloch in den Arsch von deinem idiotischen Wichserfreund reinzuschneiden. Wir sollten reden. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es muss dich nicht interessieren, wo ich bin. Pass besser auf, was du tust. Wir treffen uns morgen an der üblichen Stelle. Bitte. Und lass mich nicht warten. Wo bist du? Wo bist du, Arschloch? Ach, Mann, viel zu früh. Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wieso ich in dieser Scheiße stecke. Was hast du rausgefunden? Ich bin mir nicht sicher, was es sein kann. Das Karma hat mich ja vielleicht eingeholt. Karma? Seit wann bist du auf einem spirituellen Trip? Hast du nie darüber nachgedacht? All die Scheiße, weißt du? All die Waren, die wir bewegen. Wie viele haben wir verletzt? Ich muss immer daran denken. Hey, ist ein beschissenes Leben, richtig? Komm, das reicht. Lass uns gehen. Wohin? Die Adresse von dir. Es ist ein Motel. Wieso bist du nicht hier? Ich finde, das geht nicht am Telefon. Nein, ich kann sie nicht abhängen. Weißt du, sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht. Nein, nein, nein. Hey, hör mir zu. Vergiss nicht, wieso du bis jetzt noch nicht im Gefängnis sitzt. Du wirst das erledigen. Spiel nicht den Idioten und ruf mich nicht mehr an. Na, das riecht hier wie du. Sicher, dass es hier war? Und? Ich erinnere mich nicht, keine Ahnung, Doug. Willst du mir helfen? Und nach was suchen wir? Weiß ich auch nicht so genau. Und genau deswegen werde ich dir auch nicht helfen. Was war das? Doug! Okay. Jetzt mach schon. Ich habe gestern Tech und Sloan gesehen. Ach ja? Und was haben Bonnie und Clyde so zu sagen gehabt? Tech meint, es geht um die Crew. Wirklich? Denk drüber nach. Ich versteck mich. Jason ist tot und Tech und Paul stehen wahrscheinlich auf Jacks Seite. Eine wirklich großartige Theorie, ist aber nicht sehr einleuchtend. Und wieso nicht? Tech? Wieso er? Der macht die ganze Scheiße für Cowboy Jack, seitdem er und Sloan solo sind. Und Cowboy Jack hätte ihn doch schon längst abknallen können. Und zweitens, meine außerordentliche Leistung, nicht hineingezogen worden zu sein. Ich denke, naja, das könnte sich bald ändern, weil deine Fingerabdrücke auf allem sind, was ich auch anfasse. Du weißt, wie man jemandem den Tag verdirbt. Hey.
hast recht. Ist eine Tusse. Zeig her. Wow. Ja, das passt. Das bedeutet dann, dass wir jetzt gehen können. Ja. Na, Großer, schon lange nicht mehr gesehen. Och, nee. Also, wie läuft's denn bei dir so, Jackson? Nichts Besonderes. Ist das so? Wirklich. Mhm. Hast du Ärger oder sowas? Ich und Ärger? Nein, wirklich nicht. Keine Ahnung, wieso ihr das denkt. Vielleicht, weil uns ein Vögelchen zugezwitschert hat, dass Lucas Snow dir $500,000 schuldet. Ihr werdet doch nicht an alles glauben, was man sich so erzählt. Im Allgemeinen tue ich das eigentlich nicht. Ihre Geschichte ist ja auch ein bisschen was anderes. Ist sie das? Erzählen Sie uns doch, was Sie vorletzte Nacht gemacht haben. Alles und nichts. Mhm. Wo denn, hä? Na, hier in der Gegend. Ich frage Sie jetzt noch einmal und ich warne Sie, verarschen Sie mich nicht, denn dann... Hey. Und dann was? Und dann nichts. Setz dich jetzt bitte. Alles okay, lasst uns reden. Ist doch klasse. Einfach nur reden, ja? Nur reden. Reden. Gute Idee. Gut. Jackson, sag uns bitte, hast du vor 2 Tagen vielleicht Regan Smith hier in der Gegend gesehen? Wisst ihr, das ist ja witzig. Ich kann mich erinnern, die Kleine gesehen zu haben vor 2 Nächten oder so. Gut, die Kleine sitzt gerade bei uns im Büro. Du sollst sie angegriffen haben. Die Kleine habe ich nicht angerührt. Noch nicht. Sie hat dich noch nicht angezeigt, doch das kann ja noch geschehen. Und sicher willst du das nicht. Für dich tue ich alles, Püppchen. Detective. Wie du willst. Und das mit Lucas ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn ihr ihn vor mir kriegt, hat er Glück. Hey, Baby! Wieso hast du ihn hergebracht? Ich freue mich auch, dich zu sehen, Sweetheart. Du bist ein Idiot. Take it easy. Keiner hat uns gesehen. Und das weißt du, weil du gute Kontakte zum CIA hast. Wow. Wo soll ich denn hin, Amanda? Das interessiert mich in Scheißdreck, hey, Baby, Lucas. Komm schon. Nein, lass mich in Ruhe. Du bist doch Bewährung, Doug. Aha. Das bedeutet, wenn die Cops Lucas hier fassen, dann sitzt du 18 Monate im Knast ein. Gut, okay. Hey, aber weißt du was? Lucas ist dein Freund. Also tu, was du nicht lassen kannst. Wieso suchst du denn nicht endlich mal einen richtigen Job? Ganz schön bissig. Ja, tut mir leid. Bewährung, hä? Ja, hast du nicht davon gehört? Mann, die haben bei mir ein 50 Kilo einkassiert. Vor scheiß 8 Wochen. Hast du geredet? Nein. Nein, die haben Namen von mir gekriegt. Und sie gaben mir eine Bewährung. Du hast genau das Richtige getan. Das habe ich von dir, Alter. Nach dem, was ich gehört habe, denke ich, es ist besser, ich bleibe heute Nacht hier. Was? Wegen Amanda? Komm schon, du weißt genau, sie bellt, aber sie beißt nicht. Die steht auf und sticht mich mitten in der Nacht nieder. Kann sein, dass du damit nicht falsch liegst. Und wohin gehst du dann? Ich will nach der auf dem Foto suchen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Ich werde mich in der Nachbarschaft nach ihr umsehen. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Oh, halt jetzt die Schnauze. Meine Show geht los. Ey, wieso guckst du dir so eine Scheiße an? Das geht doch. Scheiße, ich will das sehen. Mach es aus. Ernsthaft. Lucas sucht hier nach dieser Schlampe Madison. Was? Er zeigt ein Foto von ihr rum. Er sollte tot sein. Was ist mit dem anderen Mann? Scheiß drauf, find Lucas heute noch. Klar. Und Madison? Mach die Schlampe den Mund auf. Dann erschieß sie. Was mache ich? Ich finde, die Sache wird langsam problematisch. Das Problem wird gelöst.
Bild, das hast du noch? Was zum Teufel tust du in meinem Zimmer? Und wieso bitte hast du das Polaroid allen Menschen in der Gegend gezeigt? Wie hast du mich gefunden? Das Bild wurde hier geschossen. Du kannst dich wirklich an nichts mehr erinnern, richtig? Das war's also. Denkst du, da war noch mehr? Wo haben wir uns getroffen? In einer Bar, nicht weit von hier. Wieso? Ich erinnere mich nicht an dich. Das ist das Wundervolle an One-Night-Stands. Erinnerungen sind nicht nötig. Hör zu. Ich bin nur hier, weil ich nicht will, dass du das Bild der ganzen Stadt zeigst. Alles andere ist deine Sache. Eine Frage. Was? Warum ich? Mach mal wieder langsam, Romeo. Ein Kerl hat mir $100 bezahlt, deswegen du. Er sagt, deine Freundin hätte dich gerade verlassen. Wer hätte das gesagt? Ein Kerl namens Paul, er sagt, er sei dein Freund. Lucas, was immer du finden willst, hier ist es nicht. Ja. Wo ist denn bitte dein Freund? Wieso? Weil ich mit ihm reden muss. Dann rede. Du sagtest, dein Mann erledigt das mit Lucas. Jetzt rennt dieser Kerl durch die ganze Stadt. Und das macht mich nervös. Du solltest relaxen. Sag mir nicht, was ich tun soll. Ich will wissen, wieso Lucas nicht tot ist. Und wieso ich dich nicht persönlich dafür verantwortlich machen sollte. Du glaubst doch nicht wirklich, was du da sagst. Ach, so denkst du? Ich werde dir sagen, was ich jetzt tue. Ich werde nicht länger warten, bis du endlich das Problem beseitigt hast. Ich sagte, ich regel das mit Lucas Snow. Also lass es mich regeln. Danke. Warte, kein Danke. Hör zu, du hattest eine Chance. Und du hast gepatzt. Ich hab noch nie gepatzt, Mann. Es wäre besser, du würdest dich entspannen. Ach ja? Und wenn nicht? Wie geht es deinen Jungs, Jack? Haben die beiden immer noch Probleme mit dem Ball? Ich will dir mal was sagen. So wie du deine Angelegenheiten regelst, denke ich, können Bo und Scott dir ganz sicher das Wasser reichen. Das denkst du also? Ich bin so sicher wie der Sonnenschein über Alabama, Mann. Gut für dich. Weißt du was? Lass dich nie sehen in meinem Revier. Und du? Was geht ab, Playboy? Alles easy. Du siehst scheiße aus, wie immer. Jemand, lass das. Gut, da ihr beide wolltet, dass wir uns hier treffen, nehme ich an, ihr habt von Lucas gehört. Gestern Abend habe ich ihn gesehen. Und wie geht's Amerikas Meistgesuchten? Er ist angepisst. Ist ja klar. Er sagt, er hat's nicht getan. Der macht sich über euch lustig. Den interessiert nur das eine, wisst ihr? Wir alle wollen das Gleiche. Du kannst tun, was du willst. Lucas geht unter und ich werde nicht mit ihm gehen. Ich will nicht verlieren, denn wir haben einiges zu verlieren. Ihr zwei solltet nicht länger warten. Tut, was ihr tun müsst und tut es jetzt gleich. Oh Mann, du Vollpenner, ich hab geschlafen. Geschlafen? Scheiß drauf, Alter. Ich hab die Tusse gefunden. Was? Das heißt, sie fand mich. Was soll denn das heißen, Alter? Sie war in dem abgewichsten Hotel, in dem wir das Bild fanden. Und was hat sie dir so alles erzählt? Sie sagte, Paul hatte gesagt, mich flachzulegen. Paul? Nur sie hatte keine anderen Namen? Nein. So eine Scheiße. Es wäre nützlicher zu wissen, wieso du das Gedächtnis verloren hast.
Ja, da hast du wohl recht. So eine Scheiße. Keine anderen Namen? Kein Teddy Shark? Cowboy Jack? Tag? Wieso bitte sollte Tag das gemacht haben? Wieso bitte sollte irgendjemand das mit dir gemacht haben? Hör zu, ich habe alles unter Kontrolle. Du hättest nicht kommen müssen. Ja, so lange, bis dein Mischstück an Lukas alles ausplaudert, du Idiot. Ich schwöre dir, die redet doch nicht. Nein, das ist nicht, was man hört. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Dann wird es jetzt zu deinem Problem. Teddy ist nicht sehr glücklich, dass die Scheiße nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Und was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du das mit Lukas regeln wirst. Ich will von der ganzen Scheiße nichts mehr hören. Ich weiß doch gar nicht, wo er ist. Ich bin sicher, du wirst ihn finden. Streng dich an. Ich will, dass du jetzt einen Anruf erledigst. Du weißt, wen du anrufen sollst. Und wenn ich es nicht tue? Und wenn ich es nicht tue? Nur, dass Teddy glücklich wäre, wenn du es tust. Weißt du, wer da anruft? Pauli, lang nichts gehört, Mann. Was geht ab? Wir müssen das mit Lukas heute Nacht erledigen. Mach eine Pause, Freundchen. Heute Nacht wird das nichts. Es ist mitten in der Nacht, Mann. Wir machen das morgen, okay? Nein, auf gar keinen Fall morgen. Heute noch. Okay. Ich versuche das klar zu machen. Ich rufe dich in ein paar Stunden an, okay? Ja, bye. Okay. Geht klar. Sicher, dass er das auch tun wird? Wenn jemand Lukas hasst, weißt du, ist es Doug. Das ist gut, gut. Und war's das jetzt? Ja, mach dir keine Sorgen. Gut. Er ist tot. Was? Woran siehst du das? Das sieht man. Los, weg hier. Hey, das ist Paul. Komm schon, Mann. Gut, wenn du hier bleiben willst, dann ist das okay. Ich werde gehen. Wahnsinn. Oh Gott. Wir brauchen die Spurensicherung hier. Ich möchte auch den kleinsten Fingerabdruck und ich will wissen, welcher Scheißkerl bei ihm ist. Burger, ja? Wo? Ja, wir kommen in circa 30 Minuten. Coleman hat einen Hinweis, wir gehen dem nach. Also gut, dann los. Sieht aus, als wäre er mit einer Klavierseite ermordet worden. Nett. Und was hat er mit uns zu tun? Der Kerl, hinter dem ihr her seid. Lucas Snow. Was ist mit ihm? Der Kerl hier war Teil seiner Gang. Die hatten mit anderen eine Straßengang. Die hatten sogar einen eigenen Namen. Irgendwas mit Soldaten oder so. Wie heißen die anderen Mitglieder? Also Doug Cross, ein Jason Prune und noch einer mit einem Gangnamen. Tag. Ich denke, die hier suchen euch beide. Hallo. Ich bin Agent Paul Markowitz. Und das ist Agent Fine Buddy. Wir sind beide von der Spezialeinheit. Was können wir für Sie tun? Was habt ihr über den Toten in der Karre da? Er heißt Paul Herring. Schwarz, männlich, um die 20. Sein Name taucht in einigen Drogendelikten auf. Und in der Richtung ermittelt ihr gerade? Wieso interessiert euch das? Er ist in unsere Ermittlungen verwickelt über zwei Kleinganoven, die aber ganz oben mitspielen wollen. Und die Namen? Namen? Für dich hätte ich einen Namen. Warum sagt ihr uns nicht, was ihr wisst? Und ich bestimme, ob es relevant ist. Und dann werde ich entscheiden, was ihr wissen sollt und was ihr nicht wissen sollt. Gut, gut. Wow. Ich weiß nicht, wieso ich irgendwie das Gefühl habe, dass ihr beide uns verarscht. Hey, und das kann ich irgendwie gar nicht leiden. Ja? Was? Detective,
Wenn es mich interessieren würde, was Sie denken, dann könnten wir uns noch lange streiten. Aber das tut es nicht. Also tun wir es auch nicht. Lassen Sie ihn bitte durch. Ich will jetzt keine Zicken mehr. Agent Markowitz wird den Tatort untersuchen. Haben Sie das verstanden? Und dann können Sie wieder tun, was für Sie für diesen Fall nötig sein sollte. Klar. Hören Sie, Miss Detective, das geht gar nicht. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir bei diesem Tatgegenstand das Recht haben, Untersuchungen durchzuführen. Also, könnten Sie jetzt nicht bitte zur Seite gehen? Das geht ganz schnell, nur 2 Minuten, nicht mehr. Oder ich gehe zu Ihrem Captain. Der wird euch sicher dann schon zur Seite schieben lassen. Nein, das ist nicht nötig. Kein Problem. Also los. Sie lässt sie schon durch. Na bitte los. Danke. Gehen Sie. Er gehört Ihnen. Sieht aus, als wäre der Muskel der inneren Jugularvene abgetrennt. Eine Art Draht muss die Tatwaffe gewesen sein. Ist ja klasse. 2 Minuten. Exakt. Danke, Ladies. Ruf mich an. Ist der scheiße. Sie sagten, das ist Paul Herring? Ja, genau. Ja. Konzentrieren Sie die Ermittlungen auf Teddy Shark. Paul Herring war einer seiner Männer. Ich bin. Ich habe hier einen Ermordeten und dann hatte ich als Zugabe gleich noch 2 tolle Detectives, die arbeiten bei der Spezialkriminaleinheit. Nein, ich möchte dir nur sagen, ich war wirklich mehr als geduldig, auch wenn bis jetzt noch die Ergebnisse fehlen. Und ich habe gleich noch was für dich. Lucas Snow hat somit 2 seiner Freunde verloren. Wer denkst du, wird wohl der Nächste sein? Leicht, dich zu treffen. Kein guter Moment für mich. Und was ist? Hast du gute Neuigkeiten? Was verstehst du unter guten Neuigkeiten? Sag mir einfach nur, was du rausgekriegt hast. Ich kann nur 2 Tests machen ohne amtliche Genehmigung. Und was ich in deinem Blut gefunden habe, sind Spuren von Kokain und Satin-Drogen. Was sind Satin-Drogen? Davon gibt's jede Menge. Nichts Besonderes, aber sie können auch zu Gedächtnisverlust führen. Nimm dazu noch das Kokain und die Scheiße mit deinem Kopf. Und schon hast du deinen Gedächtnisverlust. Und kehren die Erinnerungen auch wieder zurück? Keine Ahnung. Was ich dir sagen kann, ist, dass sowas auch von Laien gemixt werden kann. Du brauchst nur ein bisschen Basiskenntnis von Betäubungsmitteln und schon kannst du so einen Cocktail herstellen. Ja, das könnte passen. Dann ist es also nicht wahr. Was? Das mit Jason und Paul. Ich bin kein beschissener Killer, Kevin. Ich werde rauskriegen, wer das war. Aber vorher musst du mir noch einen Gefallen tun. Noch einen Gefallen? Weißt du noch, Regan? Klar. Ruf sie an. Gut. Ihr beide könntet doch anstatt hier rumzusitzen so tun, als macht ihr euch Sorgen. Bin ich Schauspielerin? Sehe ich aus wie Angelina Jolie? Denke ich nicht. Werd erst mal erwachsen. Ich glaub sowas nicht. Schon gut. Wer war das mit Paul? Könnt ihr mir sagen, wer das getan haben soll? Du! Ich? Das ist nicht witzig. Gut, dann ist es auch kein Scherz. Wieso hast du dich mit Teddy angelegt? Wegen Jason und Paul? Das spielt jetzt keine Rolle. Und wie konnte er an sie rankommen? Denkt ihr, er hat sie bestochen? Wenn nicht Jay, definitiv Paul. Wieso? Ist doch ganz eindeutig. Es ist ein Machtspiel. Du musst rausfinden, wer die Fäden zieht. Tu mir einen Gefallen. Hör dich etwas um. Vielleicht findest du ja was raus. Frage und es wird dir gegeben. Ist damit schon getötet worden? Ist das so wichtig?
Wieso hast du denn eine Knarre? Man versucht dich zu töten, Regan. Nicht weinen. Ich will nur wissen, ob du mit Kevin gesprochen hast. Wieso bin ich hier, Lucas? Weil ich wissen möchte, ob du mir jetzt glauben kannst. Ich glaube dir. Aber das ist zu viel für mich. Nein, das ist es nicht. Doch, das ist es. Sag mir bitte nicht, was ich kann und was ich nicht kann. Das möchte ich doch gar nicht. Lass mich in Ruhe. Tu mir gefallen. Und was ist mit deinem Versprechen? Bitte verzeih mir doch. Ich kann nicht. Ich möchte, dass du verschwindest. Lass alles weit hinter dir. Bitte, geh jetzt. Bitte. Tu mir den Gefallen und geh. Gehen, wie du es getan hast? Oh. Arschloch. Verdammt. Steh auf, ich hab nicht so fest zugeschlagen. Lucas? Lucas! Tut mir leid. Ich machte Fehler, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht an dich gedacht habe. Es ging nicht so weit. Ich musste da raus. Ich wusste nicht, wo du bist. Das war auch gut so. Jetzt bin ich hier. Du bist der größte Schatz, den ich je gehabt habe. Nur, jetzt ist es so gefährlich. Bitte, du solltest gehen. Ich will dich nicht verlassen. Es geht leider nicht anders. Sicher, dass das okay ist. Sag mir, dass das richtig ist. Ich soll Jason getötet haben? Jason ist tot. Ich habe Jason nicht getötet. Lass die Scheiße, du Arsch! Seid ihr nicht glücklich, euren alten Freund Cowboy Jack zu sehen? Wo ist mein wunderbares Geld? Leck mich! Falsche Antwort! Wo ist mein verdammtes Geld? Was? Ich kann dich nicht gut hören! Hört sich so an, als hätte jemand seinen Scheißfuß auf deiner Kehle stehen! $500,000! Oh Gott! Jemand hat ich suche jetzt nach dir schon länger als 6 Monate. Wer sollte das ich also sein? Weiß schon, du Arsch. Ich weiß nicht mehr. Wieso sollte ich dir, Wichser, vertrauen, hä? Hörst du nicht zu? Ich habe mit der Sache nichts zu tun und ich werde dir das zeigen! Oh, wirklich? Ich werde dir zeigen. Nein, ich zeig dir jetzt mal was, Kleiner. Und dann wirst du mir doch wohl zuhören. Ich denke, dass manche Menschen einfach nicht mehr zuhören können. Falls du zu diesen Menschen gehören solltest, würde ich jetzt ganz schnell die Schnauze halten. Alles okay? Alles okay. Ich lebe noch. Nicht mehr lang. Klappe halten! Sonst kann ich für nichts mehr garantieren, Wichser! Gut, gut. Ist witzig, Baby. Ich hab gerade dasselbe gedacht. Hör zu, Jack. Irgendjemand versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Wieso sollte ich dir bitte vertrauen? Ich kann's noch nicht beweisen. Gib mir etwas Zeit. Ich sag dir was. Ich werde jetzt hier rausgehen und du lebst noch bis Mitternacht. Okay, nichts einzuwenden. Sollte mich jemand verarschen, dann will ich auch wissen, wer es ist. Habe ich den Namen, sage ich dir. Und wir beide. Die Wetten stehen. Leck mich, wann immer du willst. Affenarsch. Oh. Alles okay? Er schießt den Hurensohn. Geht's denn? Okay, das reicht jetzt. Hier können wir nicht länger bleiben, Leute. Ich warte nicht, bis die beschissenen Cops gleich auftauchen. Nimm Dragon mit, bis die Scheiße vorbei ist. Spinnst du? Ich lass dich nicht hier. Doch, das wirst du, okay?
Geh mit Tech, bis die Scheiße endlich vorbei ist. Nein! Denkst du, wenn du mich an Tech und Sloan abgibst, ist alles okay? Hast du eine bessere Idee? Na klar! Dann lass mal hören. Wir gehen direkt zu Teddy und werden ihm alles erklären. Und wie soll das gehen? Wir sagen ihm, wir wissen, dass durch ihn Paul das Mädchen aus der Bar auf dich angesetzt hat und dass wir wissen, dass er dich umbringen lassen will. Woher sollen wir das wissen? Er weiß doch nicht, dass wir es nicht wissen. Könnte klappen. Ihr nehmt Bracken. Probieren wir es. In Ordnung. Wartet noch eine Sekunde. Entschuldige. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich wollte dir so viel sagen, aber es ging irgendwie nicht. Sag sie mir jetzt. Wenn das vorbei ist, bleibe ich für immer bei dir. Lass mich jetzt die Sache zu Ende bringen. Hast du es nicht verstanden, Lucas? Wir leben hier und jetzt. Für dich wurde ich wieder Teil der Geschichte. Ich will dir zur Seite stehen. Dann vertrau mir, okay? Wenn ich dich nicht wiedersehe, dann... Ich werde da sein. Ich verspreche es. Geh mit Tech. Hallo? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Wo steckst du? Ich habe zu tun. Wo bist denn du? Hatte ein nettes Treffen mit Cowboy Jack. Der sagte mir, die Sache liegt schon 6 Monate zurück, während er mich verprügelte. Was? Ich schwöre dir, Mann, ich werde mich um diesen fiesen Wichser kümmern, das ist klar. Da gibt es noch was. Doug. Was? Ich hatte Träume. Flashbacks. Ich fange an, mich zu erinnern. Ich denke, ich habe was mit dem Tod von Jason zu tun. Was? Das ist doch... Es muss ein Unfall gewesen sein. Also gut, hör zu, wir sollten uns jetzt gleich sehen. Ich verstehe nicht mal, was du mir da erzählst, okay? Wir sehen uns an der üblichen Stelle, alles klar? Ja. Oh, ich wünschte, ich hätte das sehen können. Lucas hat dich schon fast K.O. geschlagen. Und dann kommt Sloan und macht dich platt. Hast du denn hier drin nichts anderes zu tun? Oh nein, ich habe den ganzen Nachmittag Zeit. Und außerdem hätte ich dann Angst, dass du noch eine andere Dummheit anstellen würdest. Du denkst, ich bin dämlich. So ist es doch. Heute kann es doch nicht noch schlimmer werden. Es kommt ganz darauf an, wie schlimm es dir jetzt erscheint. Was willst du? Was ist mit dir passiert? Bin ausgerutscht. Klar. Und die Geschichte, dass du und Lucas aufeinander getroffen seid, ist also nicht wahr. Was verstehst du unter wahr? Du weißt, wo er ist? Das werde ich bald wissen. Du warst bei ihm und er ist nicht tot. Was nützt es mir, wenn er tot ist? Ich schulde dir, Wichser, nicht $500,000. Schuldet mir jemand $500,000, erschieße ich den Wichser. Mein Papa sagte immer, tote Kerle können kein Feld bestellen, Junge. So, und das soll heißen, im Moment atmet er noch. Ja, aber bist du schlau? Dann was? Dann töte ich ihn? Ja, richtig, Mann. Aha. Wieso nur? Hast du es eigentlich so eilig, dass ich ihn hätte gestern schon umlegen sollen? Der Wichser bringt mir nicht genügend Achtung entgegen. Ich dachte eine kurze Zeit lang, wir beide hätten Gemeinsamkeiten. Oh doch, haben wir. Fast. Wir werden das jetzt machen, wie ich es für gut halte. Gut. Aber du wirst mich wissen lassen, wo dieser Wichser jetzt steckt. Okay. Wieso sollte ich das nicht? Ja. Wo? Ist das sicher? Versau es nicht. Ich bin gleich da. Wie es scheint, muss Teddy sich mal wieder ums Business kümmern. Es war wirklich großartig, euch wiederzusehen. Cowboy Jack ist kein Idiot, Teddy. Teddy weiß, dass du das nicht bist. Du bist langsam, aber kein Idiot. Ja, und wenn die ganze Scheiße auf dich zurückzuverfolgen ist, Mann? Ich denke, dann haben wir ein Problem. Teddy und du haben das schon. Aber bei Sonnenuntergang kehrt endlich wieder Ruhe ein. Das sind alles nur Versprechen. Ja. So ist es.
Hey, Doug. Wir haben ein paar Fragen. Kann es sein, dass du es in letzter Zeit mit der Wahrheit nicht so genau nimmst? Ich habe keine Ahnung, was Sie damit meinen. Ach nein. Ich dachte, wir ziehen am selben Strang. Ach wirklich? Und was wäre das? Gerechtigkeit. Ja. Ja, genau. Gerechtigkeit. Danach suche ich. Wohin gehst du, Doug? Was ist das hier? Guter Cop und dummer Cop? Ist das jetzt die neue Vorgehensweise? Wenn ja, müsstet ihr das noch trainieren? Ah ja? Ich habe eine Idee. Oh ja? Was denn? Wieso begleitest du uns beide nicht, hä? Mann, wie gern würde ich das tun. Eine Fahrt mit den beiden Detectives. Zwei entzückende Officers, doch leider habe ich heute schon eine Verabredung. Vielleicht klappt's ja noch. Amateure. Hey, Doug. Was weißt du, was wir nicht wissen? Süße, ich bin hier. Hi, Amanda. Wie geht's? Hast du Feuer? Du bist ein Arsch, Lukas. Hey, hey, hey. Los, raus hier. Und du auch. Nette Kleine. Tut mir leid. Sie ist beleidigt und gibt mir Konter. Kann man wohl sagen. Willst du ein Bier? Ja, bitte. Hast du schon was rausgefunden? Kleinigkeiten. Aber zuerst du. Tag war bei der Tusse auf dem Bild. Er sagt, sie wird sich verstecken, weil sie eine Wahnsinnsangst hat. Ach ja? Ja. Seit der Geschichte mit Paul geht sie nicht raus. Sie sagt, dass sie was Wichtiges für mich hat. Ach ja? Deine Antworten sind klasse, Doug. Was hast du rausgekriegt? Naja, vertraust du Tech? Ja. Solltest du aber nicht. Und wieso sollte ich nicht? Man erzählt sich, dass Tech und Paul beschäftigt waren bei Teddy Shark. Es gibt viele Gerüchte. Mag vielleicht sein, vielleicht lief es aber bei ihnen nicht so wie üblich und sie ging zu Teddy, das ist möglich. Nein, das glaube ich nicht, es macht keinen Sinn, weißt du. Was sonst? Ich finde das auch nicht toll, aber es ist, wie es ist. Nein, er hatte mehr als eine Möglichkeit, mich umzulegen. Vielleicht ist das seine Taktik. Fuck, vielleicht ist es das auch nicht. Vielleicht erzählt dir das auch nur einer, um dich zu verunsichern, keine Ahnung. Wir müssen rauskriegen, was Madison zu sagen hat. Willst du, dass ich mitkomme? Nein, wir sollten uns nicht zusammen sehen lassen. Auch gut. Entschuldige, ich muss pissen. Lass dich nicht aufhalten. Klar doch, Sweetheart. Was hast du den ganzen Tag getan? Eigentlich gar nichts. Ist das nicht langweilig? Wahnsinnig. Wirklich richtig beleidigt. Also gut, ich werde jetzt gehen. Okay. Ich will was zu rauchen. Ist das okay für dich? Hast du was gehört, Baby? Nein. Also vielen Dank für alles. Entschuldigung, ich würde Sie gern was fragen. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir suchen nach Regan Smith. Die ist leider krank. Ist sie das, ja? Holloway? Wann? Wer hat das angezeigt? Wir sind gleich da. Was geht ab? Und noch eine Leiche. Hey. Selbstmord? Nein. Sehen Sie sich den Nacken an. Die Schwellung, die Färbung. Ich glaube, Erstickungstod. Die Schnitte an den Handgelenken. Ablenkungsmanöver. Gut, danke. Gerne doch. Das kann er nicht gewesen sein. Der durchquert doch nicht die Stadt, ohne gesehen zu werden. Dann war er es nicht? Es ist der Falsche. Wirklich? Sie
Sehen wir uns auf der Baustelle in 2 Stunden. Man wollte mich lebendig begraben. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist ein Nachtspiel. Wir müssen das raus. Sie mal nicht in was reinziehen. Das kann doch nicht jemand sein. Such nach ihm. Ich verstehe nicht mal mehr, was du mir da erzählst. Was ist los? Die Kleine ist tot. Was wollte sie mir wohl sagen, Tech? Sehe ich vielleicht aus wie ein Gedankenleser? Wir beide waren die einzigen Menschen, die wussten, wo sie ist. Und wieso hätte ich das gemacht? Vielleicht wollte sie mir sagen, zu wem du gehörst. Klar. Wo ist Sloan? Tu das nicht. Was denn? Du willst mich beschuldigen. Oder meine Kleine. Das kannst du dir ja noch aussuchen. Gib mir einen Grund, es nicht zu tun. Hätte ich dich umlegen wollen, da hätte ich das schon vor einer Ewigkeit getan. Und was war mit Cowboy Jack? Der wollte dir an den Arsch, bei ihr im Haus. Das warst nicht du mit Madison? Wenn du das wiederholst, dann werde ich dich töten. Du bist doch nicht bekloppt. Wir beide wissen genau, wer dahinter steckt. Ah! Ich denke, du hast jetzt ein paar Fragen, hä? Was soll die Scheiße, Doug? Wieso? Ist es denn nicht offensichtlich? Das macht doch keinen Sinn. Vielleicht nicht für dich. Gut. Was immer es ist, wir werden das besprechen, okay? Halt die Klappe. Wäre das so, wären wir jetzt nicht hier. Gut. Wir legen die Knarren darüber. Ist das in Ordnung für dich? Ich möchte Männer um mich haben, die dick und glücklich sind. Nicht dünn und hungrig. Kannst du dich daran erinnern? Das hast du zu mir gesagt. Ja, Shakespeare. Richtig. Kurz bevor du abgehauen bist und du hast gesagt, du wolltest mich als deine Nummer eins. Weil du mein Freund bist, Doug. Nein! Nur weil ich für dich ein Nichts war. Nicht mal in 1 Million Jahre würde der kleine Dougie dazu fähig sein, seinem Freund etwas Böses anzutun. Das ist das, was du dir so gedacht hast. Das war falsch. Ich wollte etwas Böses. Das kannst du auch haben, okay? Du weißt, ich habe mich zurückgezogen. Du hast es nicht verstanden. Du Wichser, es ist zu spät, Mann. Da draußen wollen dich alle töten. Es gibt für dich keinen Weg zurück. Du kannst nichts mehr gerade biegen. Es war immer für dich ein Spiel. Wir haben auf das Leben anderer Menschen geschissen, Lucas. Wir vergifteten ihre befickten Seelen. Aber wir waren zurechnungsfähig. Dann lass uns doch zusammen dafür einstehen. Nein, Mann. Du hattest deine Chance und du hast mich verlassen und jetzt kann ich machen, was ich will. Was versprichst du dir nur davon, Doug? Tja, Teddy Shark und Cowboy Jack bekriegen sich jetzt und das ist dir zu verdanken. Paul und Tex sind tot und das wirst du auch gleich sein, Mann. Und wenn die Wogen sich glätten, dann wird einer da sein, der das Richtige tut. Nein, das wirst du nicht tun. Verschwinde doch einfach. Einfach verschwinden? Nein, ich bin nicht wie du. Entschuldige, Lucas. So viel zur zweiten Chance. Man sagt, dass man erntet, was man sät. Meine Sünden haben mich eingeholt. Sie haben uns alle gefunden. Es gibt Menschen, die denken, der Bauer sollte zuerst gehen, weil er die Bedeutung der anderen Figuren schwächen könnte. Weißt du was? Das ist ein Fehler. Ich denke, der Bauer ist die wichtigste Figur im Schachspiel. Hier. All die anderen Figuren benutzt man zum Angriff oder zur Verteidigung. Bauern sind nichts weiter als Scheiße. Sie sind nur eine Art Köder für bedeutendere Scheißstücke. Bis sie die andere Seite erreichen, sind sie wichtig. Und ganz sicher keine Scheißstücke mehr. Mann, was willst du von mir? Lucas ist tot. Er hatte dein Geld nicht, verstehst du? Teddy Shark leitet das Spiel. Und ihr spielt weiter. Eins will ich noch wissen. Warum erzählst du uns die ganze Scheiße? Na los doch! Weil es eigentlich überhaupt nicht um Lucas gegangen ist.
Das war keine leichte Geschichte, Doug. Es waren mehr Körper, als wir ausgemacht hatten. Fast wäre ich auch einer davon gewesen. Wovon redest du? Cowboy Jack? Macht dich das nervös? Hör zu. Dein Leben ändert sich nicht, auch wenn du noch mehr Menschen begraben lässt. Ja, aber wie heißt es so schön? Der Zweck heiligt die Mittel. Ich kann nicht glauben, dass ihr dachtet, wir würden bei der Geschichte keine Scheiße zu sehen bekommen. Das Wir halte ich für völlig unangebracht. Ach nein, vielleicht solltest du das tun. Wir haben das getan. Und zwar für unsere Gerechtigkeit. Der einzige Unterschied ist, ich habe mein beschissenes Leben riskiert auf dem Spielfeld und ihr steckt hinter eurem beschissenen Abzeichen und Ehrenkodex. Meine Marke hilft mir, die Geschichte zu verändern. Zu verändern? Das ist gut. Ich denke, wir wissen, dass Veränderungen nur im Inneren stattfinden können. Du würdest das nie von außen allein schaffen. Ich würde gern wissen, was Lucas dazu sagt. Das geht schon klar. Er ist mein bester Freund. Ist ganz sicher nicht einfach, dein bester Freund zu sein. Hör zu, halt mir deine Kollegen vom Hals. Ich hab zu tun. Vergiss nicht, wer hier die Kontrolle hat. Das ist dir doch klar. Du kannst das alles nur tun, weil ich dir das ermögliche. Ja, das ist witzig. Und du glaubst das wirklich. In L.A. soll man als Bulle dem Gesetz dienen und dann sperren sie dich in einen Käfig voller Bestimmungen, wie man seinen Job auszuführen hat. Sie hat mich mal gefragt, wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, was ich hier so eiskalt durchziehe. Man hat nie daran gedacht, unsere Bürger vor denen zu schützen, die ihnen Schaden zufügen können. Oder auch vor sich selbst. Sie sieht nicht das große Ganze. Sie sieht nicht, dass sich ein Mann nur und ausschließlich durch seine Taten definiert. Man sagt, das Böse, das man kennt, ist besser als das, das man nicht kennt. Aber es nur zu kennen, ist nicht ausreichend. Man muss es beobachten, studieren, verstehen. Und auf eine gewisse Weise muss man selbst das Böse werden. Denn das Böse, das man kennt, kann man kontrollieren. Lass das Böse niemals aus den Augen. Sonst ist es das Böse, das dich kontrolliert. Say when I saw you, really knew what love was. I could tell by first kiss
I was already yours. Many times I heard the words that made me wanna hide. Scared of what I thought life was, not having you by my side. But I'm 3 days gone, back to you. 3 days gone, back to you. Back to you. I will always run back to you. I will always run back to you. Tie my heart in knots. Made me think all those crazy thoughts. My life just ain't the same. You realize I must be insane. Time of us apart in this song. Memories of what I said wrong. So listen to me, and one day you will see. I'm 3 days gone.